Ich würde mich sehr freuen, könnte ich jetzt in einen Saal schauen und wüsste, wen ich hier vor mir habe. Aber man hat sich ja mittlerweile an diese Situation auch gewöhnt. Ich möchte auch von meiner Seite herzlich begrüßen und mich dafür bedanken, dass ich hier die Gelegenheit habe, vor einem mir nicht ganz fachlich bekannten Publikum, wenn ich ehrlich bin, oder nur zum Teil, über Themen zu reden, die mich faszinieren und mich umtreiben, sei es beruflich, aber durchaus auch privat oder abends, wenn ich darüber nachdenke, wie wir denn leben, was denn gut ist, was weniger gut ist und so weiter. Mein Vortrag heute, Spannungsfelder, Gesellschaft, Stadt und Planung. Genau, ich möchte heute auf drei Fragen eigentlich eingehen, und zwar diese drei Begriffe, Gesellschaft, ja wer ist denn das überhaupt und Stadt, was ist das und Planung, für wen ist die und wo geht es? Es geht also um die Frage, wer plant, für wen planen wir, wer wohnt wo, wo planen wir und gefällt uns die Stadt, die entsteht. Jetzt ist das ein großer Anspruch für 30 Minuten und selbstverständlich kann ich sehr viele Dinge nur antippen und ich hoffe aber einen guten Anstoß für weitere Gedanken am heutigen Tag und später auch die Diskussion zu geben. Ja, fangen wir mal beim ersten an, Gesellschaft. Was heißt denn das? Es gibt den Gesellschaftsbegriff in der Soziologie, der Ethnologie, im Staatsrecht. Es gibt das Gesellschaftsrecht, das sich mit ein bisschen anderen Gesellschaften auseinandersetzt als vielleicht die Soziologen. Es gibt wissenschaftliche Gesellschaften und es gibt den Gesellschaftsbegriff ja auch in der Biologie, da bezeichnet er wohl eher Pflanzengesellschaften. Ich rede heute vom ersten hauptsächlich. Ich komme aus der sozialen Politikwissenschaft, bin auch Raumplanerin. Schließe aber nicht auch aus, auch mal einen kleinen Exkurs auf eines der anderen Themen zu machen. Hier ein Schnappschuss der heutigen Gesellschaft. Nicht ganz. Vielleicht sieht sie ja doch auch eher so aus im Moment. Kurz und gut, ich beschäftige mich heute mit Zürich und hoffe, es ist bald auch wieder so wie auf diesem Bild. Die Beispiele werden aus Zürich kommen, die Dinge sonst sind eher allgemein. Etymologisches zuerst. Die Gesellschaft, das ist dort, wo wir uns mit unseren Mitmenschen zusammen gesellig zusammenbegeben, manchmal auch vielleicht weniger gesellig. Société, Società, wir mit unseren Mitmenschen, also mit unserem Socius, mit den anderen zusammen. Auf Griechisch Kinonia, da ist das Gemeinsame schon drin, weil Kinos heißt gemeinsam. Und der Soziologe Ferdinand Tönnies hat schon 1887 sich damit auseinandergesetzt, dass es ja Gemeinschaft und Gesellschaft gibt. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns eigentlich meistens. Wer ist die Gesellschaft? Das sind wir alle. Wer ist die Gemeinschaft? Das sind die, zu denen wir gehören wollen oder zu denen wir uns zugehörig fühlen. Wer ist die städtische Gesellschaft? Gibt es die überhaupt? Gibt es die städtische Gesellschaften? Gibt es viele städtische Gesellschaften? Ja, wer lebt denn überhaupt in der Stadt? Und was bedeutet das? Es geht also um die gesellschaftliche und nicht um die gemeinschaftliche Perspektive. Und kann man das Fenster irgendwie hier wegmachen? Und das hilft vielleicht auch beim Blick auf die Stadt. Es geht nicht auch um das Individuum und wie ein Individuum aufgrund seiner Charaktereigenschaften und seinen Motivationen Dinge entscheidet, sondern es geht darum, was hat denn die menschliche Gesellschaft als solche mit der Stadt zu tun. Das machen die Soziologinnen und Soziologen und letztendlich machen das auch die Planerinnen und Planer. Und das bestimmt ein bisschen, wie es aussieht, wo wir wohnen. Und das bestimmt auch, wie diese Entscheidungen fallen. Jetzt zum Thema Stadt. Was ist denn das? Ein gutes altes Bild von Ambrogio Lorenzetti, das ist im Palazzo Pubblico in Siena. 14. Jahrhundert, gli effetti del buon governo in Campania, in città. Man sieht hier so eine rote Mauer in der Mitte, auf der einen Seite Bauzone, auf der anderen Seite Anbauzone. Man sieht auch das gesellschaftliche Leben in der Stadt, wie die Leute miteinander interagieren, Handel treiben, Dinge hinein- und hinausbringen. Das ist so eine Idealvorstellung, wie es denn sein sollte. Und wenn man sich mit dem Begriff Stadt auseinandersetzt, ja, was ist denn das? Man könnte damit Vorlesungssemester füllen oder Bücher oder was weiß ich. Und das tun ja auch sehr viele Leute sehr gut und Abende am Tisch. Und man kommt wahrscheinlich immer noch nicht zu einer allgemeingültigen Definition dessen, was Stadt sein könnte. Aber kurz, es geht um
viele Häuser, die eng beieinander stehen, plus minus. Wir können uns wahrscheinlich darauf einigen, dass Städte eine lange Geschichte haben, von den ersten Städten irgendwo zwischen dem fruchtbaren Halbmond und Nordindien, über die Antike, das Mittelalter, die Neuzeit, die Kolonisierung bis hin zur Industrialisierung und dann die heutigen Megacities. Also es steckt eine lange Geschichte hinter den Städten und dem Städtischen als solches und verschiedene Denkmodelle und Dinge. Dieses Bild vorher war nur ein kleiner Eindruck dessen, was es da so gibt und was bestimmt, was wir heute als Stadt sehen. In der Stadt hat es Dinge, die sind wichtig, Verkehr, Wirtschaft, Bildung, es treten Konflikte aus, Nutzungskonflikte, die einen wollen das, die einen fühlen sich gestört von dem und die anderen fühlen sich gestört vom anderen. Man streitet oder man feiert aber auch große Feste, Rituale, Nachbarn. Man sagt ja sogar heute, dass die Stadtgründungen die ersten, die es überhaupt in der Menschheit gab, einerseits mit dem Markt, mit dem Zusammenkommen für den Handel zu tun hatten und andererseits mit religiösen Anlässen. Bildung ist ein wichtiges Thema in der Stadt und Religion und Bildung haben ja durchaus auch was miteinander zu tun, wenn man die Geschichte anschaut. Da diese drei Punkte, es gibt sehr viele Dinge, die mit Stadt zu tun haben, aber das ist mal so ein grober Umriss, was das denn sein könnte. Und wenn man sich anschaut, was denn aktuell Herausforderungen für unsere Städte sind, dann sind wir da irgendwo zwischen steigenden Immobilienpreisen, Konsequenzen der Corona-Krise, Fragen der Lebensstile, des Klimawandels, der Digitalisierung. Und es gibt sehr viele, die sich damit befassen, was man denn da tun könnte, damit das irgendwie aufgenommen wird in der Planung und in der Gestalt und in der Art und Weise unserer Städte und in der Art und Weise, wie wir alltäglich leben. Also was denn tun? Mario Merz hat hier das Lenin-Zitat 1968 schön in ein Kunstwerk übersetzt. Ja, diejenigen, die das machen oder zumindest dafür beauftragt sind, auch von staatlicher Seite hier, das sind die Planerinnen und Planer, die machen das da so. Wir sehen hier einen kurzen Ausschnitt aus dem Richtplan des Kantons Zürich. Ja, man macht das nicht nur so, aber Raumplanung befasst sich ja allgemein mit den zukünftigen Herausforderungen und Entwicklungen und versucht irgendwie diesen gerecht zu werden und im bestehenden Raum aufgrund bestehender Strukturen diese weiterzuentwickeln und Lösungen zu finden, die irgendwie den gesellschaftlichen, und hier sind wir wieder, Anforderungen auch genügen wollen. Ganz blasphemisch, aber eben auch sehr praktisch, weil die wichtigste Enzyklopädie unserer Zeit das sehr schön definiert. Unter Raumplanung werden die planerischen Vorgänge subsumiert, die einen geografischen Raum, oft ein bestimmtes Verwaltungsgebiet, wir haben hier den Kanton Zürich gesehen, nach seinen naturräumlichen, wirtschaftlichen und sozialen Möglichkeiten zu ordnen und gezielt zu nutzen versucht. Da ist auch schön ein Fehlerchen drin, typisch Wikipedia. Und wenn man das dann genau anschaut, was die Raumplanung in der Schweiz tun möchte, dann sind wir beim Raumplanungsgesetz und im Artikel 1 und 3 des RPG der Schweiz steht, es geht um die haushälterische Bodennutzung, den Schutz der Lebensgrundlagen Boden, Luft, Wasser und Landschaft, die Schaffung wohnlicher Siedlungen, die angemessene Dezentralisierung von Besiedlung und Wirtschaft. Das ist so dieser Paragraph, der ja versucht, gleichwertige Lebensbedingungen irgendwie zu garantieren, überall in der Schweiz und nicht nur in den zentralen Orten. Es geht um landschafts- und umweltschonende Bodennutzung, Kulturlandschutz, Förderung der Siedlungsqualität, Erhalt schutzwürdiger Landschaften und Ortsbilder und natürlich auch der Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung. Das tun die Planerinnen und Planer und das hat eine längere Geschichte natürlich und das fängt mit solchen Dingen an hier. Ich verzichte darauf, das jetzt abzuspielen oder zu singen, aber in der Zeit 1939 fand in Zürich die Landesausstellung statt und da wurde die modernste Technologie präsentiert, aber auch die Identitätspflege der Schweiz als ländliche Nation betont und das findet seinen musikalischen Ausdruck. Die Raumplanung hat übrigens ihren Ursprung im Städtebau und insbesondere im modernen Städtebau, der in den 20er Jahren aufkam, da geht es um die Aufteilung in verschiedene Zonen, die bestimmte Bestimmungen haben. Also es gibt Wohnzonen, Arbeitszonen, Erholungszonen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich die Grundlage dessen, was wir heute auch in der Planung betrieben. Und 1933 hat Armin Meili dann über die Landesplanung ein
etwas geschrieben, Allgemeines über die Landesplanung. Das ist eigentlich wichtig als Grundlage für die Raumplanung in der Schweiz. Raumplanung noch nicht national verankert damals. Das kommt dann erst. Aber es wird diskutiert und es gibt die Vereinigung für Landesplanung, heute ESPA-Swiss, die sich damit befasst, wie das denn sein sollte. Und so wird Stückchen für Stückchen in der gutschweizerischen Salamitaktik die Raumplanung immer wichtiger, bis sie dann sich auf das nationale Niveau erheben wird. Dazu mein nächstes Bild, das kennen wohl viele. Alle Jahre wieder saust der Presslufthammer nieder, ein Kinderbuch von Jörg Müller, wie man sieht, wie sich die Landschaft in der Schweiz in der Zeit der Verstädterung verändert. In den 50ern und 60ern wurde viel publiziert zu Stadt. Auch Max Frisch hat sich mit in Achtung die Schweiz damit befasst. Und die Kantone und Gemeinden haben sich der Regional- und Ortsplanung angenommen. Also es findet eine Institutionalisierung der Planung statt. In den 60ern der große Bauboom, wie man denn hier so schön sieht. Und eine breitere Diskussion dessen. In den 70ern kommt dann auch die Kritik dazu, wie hier schön zu sehen. Und die Anstrengungen kommen mit dem dringenden Bundesbeschluss zur Raumplanung dann. Die Organisation des Raums und deswegen auch der Städte übrigens dann zu machen. Und wenn man sich dann noch ein bisschen weiter in die Geschichte begibt, um 2000, dann hatten wir zuerst in den 90er Jahren eine Debatte über Zersiedelung und die sogenannte A-Stadt, die Stadt der armen, alten Arbeitslosen, die Schrumpfung der Städte, das war damals ein Thema. Es ist dann ganz anders gekommen, wie wir alle wissen, und es ging ein Ruck durch die Schweiz 2006, als dieses Buch erschien. Die Schweiz ist nicht ein Dörfli-Land, sondern es ist eine Ansammlung von Metropolitanregionen, so richtig großstädtisch und international vernetzt, aber überall in den Köpfen ist es noch nicht ganz angekommen, wie wir sehen werden und wie wir übrigens jetzt auch bei der politischen Operationalisierung von dem Thema durch die SVP gerade in den letzten Monaten wieder mal beobachten können. Wie geht dann die ganze Sache weiter? Irgendwann landet man dann bei solchen Diskussionen. Sehr schönes Plakat, finde ich. Es ist also sehr häufig diese Zwiespalt zu sehen zwischen einem affirmativen Bezug auf die Stadt von einigen Leuten, Städte, das ist was Tolles, und einem Verteufeln des Baubooms und der Zersiedelung und so weiter. Und in dieser Diskussion drin bewegen sich auch viele Herausforderungen an die städtische Gesellschaft heute. Jetzt könnte ich einen langen Exkurs machen, was ist denn die städtische Gesellschaft heute in der Schweiz? Ich werde kurz darauf eingehen, nachher aber nicht so viel. Planung ist nämlich nicht nur großes Pläne zeichnen und diese großen übergreifenden Dinge, die ich jetzt gesagt habe. Planung ist nämlich auch sowas, das ist was sehr Alltägliches. Wir haben alle mit dem zu tun. Wir sehen hier eine Großwohnsiedlung aus den 70er Jahren. Damals ganz viele junge Familien. Man hat sich Mühe gegeben für den öffentlichen Raum und der wird auch in Anspruch genommen, wie man sieht, von diesen da. Heute wohnen da wahrscheinlich eher nur ältere Leute in dem Quartier, wenn man da vorbeifährt, bin ich kürzlich mal gewesen. Diese Spielplätze sind etwas verwaist, aber es sieht immer noch hübsch aus soweit. Die Frage ist also, wie sieht unsere alltägliche Lebenswelt aus? Welche Herausforderungen haben wir da irgendwie zu bewältigen? Was stört uns nicht? Was finden wir wichtig in unserem Alltag? Und auch das machen die Planerinnen und Planer ja auf kleiner Ebene. Es geht um das Quartier, das Wohnumfeld, das Haus und aber auch um die einzelne Wohnung, wenn man sich überlegt, was macht städtisches Leben aus. Ich rede hier von der Stadt, aber das kann man natürlich auch über Leben auf dem Land sagen. Auch da befassen sich die Leute selbstverständlich damit, wie soll ihr Wohnumfeld, die Haus und die Wohnung aussehen. Wahrscheinlich sind die Nutzungskonflikte und die Dichte, die gewisse Dinge mit sich bringt, natürlich etwas weniger virulent und schwierig, als es jetzt in der Stadt der Fall ist. Und wenn man sich das ein bisschen soziologisch anschaut und analysiert, dann sieht man ja, dass die Sicht der einzelnen Leute oder der Gesellschaft, wir sind ja hier Soziologen, auf das Wohnumfeld mit Gewohnheiten zu tun hat, mit Präferenzen, ja was will ich? Es gibt sehr viele Forschung dazu, wie im Immobilienmarkt zum Beispiel die Präferenzen der Wohnungssuchenden analysiert werden können, und dann hat natürlich auch die soziale Situation etwas damit zu tun. Und hier überschneidet sich
soziologische und durchaus auch psychologische Forschung, denn es gibt ja individuelle Motivationen für die Wohnungssuche und für die Zufriedenheit in einem Wohngebiet und für die Gestaltung eines Wohngebiets. Und es gibt aber auch gesellschaftliche Faktoren, die eine Rolle spielen. Und es ist so ein Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher und individualistischer Perspektive. Wenn man jetzt einfach mal die Wohnortspräferenz nach so Stadt, Land, Agglomeration, Dorf und so weiter in der Schweiz anschaut und eine Vergleichsstudie, an der ich beteiligt war, die hat da gezeigt, dass das zwischen der allgemeinen Bevölkerung in der Schweiz und einer Expertengruppe aus Architekten, Raumplanern, Denkmalpflegerinnen, Naturschützern und so weiter ein bisschen anders aussieht. Also der oder die allgemeine Schweizerin möchte lieber in einem Dorf wohnen und der oder die Expertin hat eine höhere Präferenz für Städte und Kleinstädte. Die Kleinstadt ist aber auch bei der allgemeinen Bevölkerung sehr beliebt. Jetzt, was hat das zu tun mit Stadt, wenn man sich anschaut, wie in Zürich umgegangen werden sollte mit dem Wohnumfeld? Ja, nicht so viel, weil diejenigen, die dort wohnen, sind wahrscheinlich schon eher von denen, die im orangen Balken die Stadt vorziehen und weniger von denen, die im gelben Balken sind, weil ein bisschen hat man ja auch die Wohnortswahl in der Hand, wenn man umzieht. Wenn man als Soziologin oder Gesellschaftswissenschaftlerin Städte anschaut, dann ist ein wichtiges Thema auch die soziale Ungleichheit, denn die hat damit zu tun, wie Wohnumgebungen aktiv gewählt werden können oder eben nicht gewählt werden. Es gibt Leute, die können ihren Wohnort wählen, weil sie über die finanziellen Mittel verfügen, dorthin zu gehen, wo sie es schön finden und wo sie wollen. Und es gibt Leute, die können das nur beschränkt tun, weil sie dorthin müssen, wo man sich das leisten kann. Wenn man sich hier diese Karte von Zürich anschaut, dann sieht man sehr gut, wo die einkommensstarken und weniger einkommensstarken Leute wohnen. Und wenn man sich auch fragt, was heißt das für die Quartierplanung, was für Entwicklungen finden dort aktuell statt, dann ist das sehr interessant. Als Klammerbemerkung, die Studie, wo das raus ist, die hat aber auch festgestellt, dass die allgemeine Ungleichheit innerhalb der Stadt Zürich ein bisschen abgenommen hat. Das ist ja einerseits sehr schön, das hat aber andererseits mit einem Thema zu tun, dass man in der Stadtsoziologie sehr häufig diskutiert, das ist die Gentrifizierung, also die Verdrängung einkommensschwächerer Schichten durch besser verdienende und gebildetere. Und das spielt in Zürich eine relativ große Rolle, und zwar mittlerweile fast überall innerhalb der Stadtgemeinde Zürich. Aber worauf ich hinaus wollte, soziale Unterschiede spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, sich mit der Gesellschaft in der Stadt zu befassen. Und wenn man einen Schritt weiter geht und fragt, ja, wie wird denn Stadt gestaltet, dann tun einerseits die Städte, die Behörden, die Planerinnen und Planer etwas dafür und versuchen, die Bevölkerung mit einzubeziehen. Hier ein Workshop zur Gestaltung eines Parks in Zürich-Hönk, der letztes Jahr stattfand in der Nähe des Escher-Wiest-Platz, wo es darum ging, was für Dinge denn wichtig sind für diesen Park am Wasser. Und genau da kommt es dann sehr stark auf diese Diskussionen zu, was wünscht man sich als Einwohnerin, als Anwohnerin, als interessierte Person und was wünscht man sich vielleicht eher nicht, was sieht man als Konflikt, was eher nicht. Und das ist so eine Möglichkeit, wie genau diese Bedürfnisse der Bevölkerung auch in der Planung mit einbezogen werden können. Und um jetzt den Bogen wieder zu schlagen zum Anfang des Vortrags, ich habe versucht, kurz über Gesellschaft, über Stadt und dann etwas länger über Planung zu sprechen. Und da kam ich auf die aktuellen Herausforderungen mit Corona, mit Digitalisierung, mit Bevölkerungswandel, mit all diesen Dingen, von denen man auch in den Medien liest und die im Moment die Bevölkerung in den Städten in der Schweiz befassen. Und wenn man das ein bisschen zusammenfasst auf ein paar Spannungsfelder, dann kommt man schnell mal auf die Diskussion zwischen öffentlich und privat. Grün und Grau, laut und leise, das werden größere Konflikte im Zusammenhang mit der Verdichtung. Es gibt Lösungsversuche, wie man versucht, diese Konflikte anzugehen. Ein Paradebeispiel ist zum Beispiel auch die Grünraumplanung der Stadt Zürich oder die Idee, sich an den Klimawandel anzupassen, indem mehr Bäume angepflanzt werden. Man baut sie nicht, die bauen sich selber. Öffentlich und privat, das ist ein Thema, sei es einerseits für die
Umgebung, für die Frage, wie sehen die Straßen und Plätze und Parks aus. Es ist aber auch ein Thema innerhalb der Wohnungen selber. Wie wir bei Corona gemerkt haben, sind Türen ja gar nicht so etwas Unangenehmes innerhalb der einigen eigenen Wohnung, wenn man verschiedene Ansprüche aneinander vorbei balancieren möchte. Es geht auch um die Frage, wo zeige ich mich nach außen und wo zieht man sich eher zurück. Dann die Frage laut und leise, häufig diskutiert, ein Nutzungskonflikt, der auch sehr aktuell ist. Wer darf wo laut sein? Was gehört eigentlich zur Stadt? Muss man leise sein? Muss man laut sein? Aktuelles Beispiel, die Idee der Stadt Zürich, gewisse Straßen im Sommer zu sperren, um dort städtisches Leben möglich zu machen, die aber von den Anwohnerinnen und Anwohnern gar nicht gern aufgenommen wurde, weil die sich sagen, wir sind nicht der Vergnügungsort für die ganze Schweiz, wir möchten auch ruhig schlafen können. Was nicht heißt, dass diese Leute nicht auch mal ausgehen. Aber die Frage ist, ist die Stadt nur ein Fun- und Ausgehort oder ist es auch ein Wohnort mit ruhigen Ecken oder nicht? Diese drei Thematiken werden... Spannungsfelder kommen häufig auf. Es gibt keine definitive, abschließende Lösung dazu. Und ehrlich gesagt tauchen diese Fragen auch immer wieder einmal auf. Und wenn ein Ding wie die Corona-Krise passiert, dann ist es wie ein Katalysator, dass solche Fragen neu diskutiert werden und dass man neue Positionen dazu beziehen kann. Ja, und eigentlich ist es ein Weiterbasteln, wie die Künstler Dominik Heim und Rom Temperley aus Abfallmaterialien bei dem Bau des Stadtmodells in Winterthur 2018 sehr schön gezeigt haben. Wir basteln alle an der Stadt und die perfekte Lösung wird es nie geben, aber es ist wichtig, dass man nicht damit aufhört und dass man sich immer Mühe gibt, im Dialog zu bleiben. Und hiermit möchte ich gern schließen und freue mich noch auf die Diskussion.